Hallo Leute, heute möchte ich euch ganz gerne ein paar neue Skincare-Produkte zeigen, die ich in meine Routine integriert habe oder die ich aktuell teste, beziehungsweise jetzt schon eine Weile teste. Das ist keine First Impression, das heißt, ich habe die Produkte bereits einige Male ausprobiert oder seit mehreren Wochen in Verwendung. Okay, starten wir mit einem Produkt, das ich euch heute nicht in Aktion zeigen werde, und zwar ist das der Revolution Skin Squalane and Oat Cleansing Balm. Und den werde ich euch nicht in Aktion zeigen, weil er einiges an Babysitting benötigt. Und zwar ist das so ein Öl-Cleanser. Der sieht so aus. Und den verteilt man dann sozusagen auf der trockenen Haut und spült das Ganze mit lauwarmem Wasser wieder runter. Allerdings muss ich sagen, dass dieser Cleanser sich nur schwer mit Wasser entfernen lässt. Das heißt, man hat immer einen relativ dicken, spürbaren Ölfilm auf der Haut. Und ich mag das nicht. Ich mag das auch nicht auf meinen Augen. Und ich bin auch keine Person, die gern Double Cleansing betreibt. Das heißt, falls ihr Double Cleansing mögt, dann wird euch dieser Cleanser definitiv gefallen. Der ist auch super easy in der Handhabung, lässt sich sehr gut auf der Haut verteilen. Ich vertrage ihn auch wunderbar, also der brennt auch nicht in den Augen oder dergleichen. Aber er lässt sich halt nur mit Wasser nicht sonderlich gut entfernen. Ein Produkt, das ich definitiv auftragen werde, ist der Bonajour Green Tea Water Bomb Toner. Und wie ihr am Füllstand erkennen könnt, benutze ich den schon eine Weile. Und ich glaube, ich mag das Produkt sogar ein kleines bisschen lieber als den Isntree Hyaluronic Acid Watery Toner, heißt das so? Also diesen Toner in der dunkelblauen Flasche, den ich euch immer wieder in die Kamera gehalten habe und den ich wirklich großartig finde. Aber was das Finish angeht, finde ich diesen Toner einfach ein kleines bisschen besser und er gibt mir trotzdem die Feuchtigkeit, die mir der Toner von Isntree auch gegeben hat. Dementsprechend trage ich das Ganze jetzt auch auf. Der ist auch nicht übermäßig flüssig. Also klar, schon flüssig, er rinnt definitiv hier die Hand runter, aber halt nicht wie so ein typisch wässriges Gesichtswasser. Und ihr wisst ja, ich liebe diese Toner mit leichter Konsistenz oder sogar wenn die ein bisschen dicker sind. Deswegen mag ich den auch wahnsinnig gerne. Ich weiß gerade gar nicht, was hier alles drin ist, weil die Inhaltsstoffe nur auf der Umverpackung stehen, aber auf jeden Fall Allantoin, wenn ich mich recht erinnere, Peptide und Hyaluron sollte, glaube ich, auch drin sein. Kommen wir zum nächsten Produkt, und zwar ist das der Balea Beauty Expert Acelain Booster. Und zu diesem Produkt gab es ja teilweise einen riesengroßen Aufschrei, dass Balea hier Verbrauchertäuschung betreiben würde, weil in diesem Acelain Booster keine Acelainsäure enthalten ist. Und ich muss sagen, so sehr ich das Marketing nicht mag, also ich bin einfach kein Fan davon, wenn überall auf der Verpackung irgendwelche Sternchen sind und man dann einfach wie auf so einem Wimmelbild auf der Rückseite sich die ganzen Sternchen zusammensuchen muss und mit den Informationen irgendwie was anfangen muss. Ich persönlich finde das halt weder verbraucher- noch mitarbeiterfreundlich, vor allem was die Beratung angeht. Und was mir auch aufgefallen ist, auf der Umverpackung gibt es zwei Typografiefehler, die jetzt nicht ohne sind, weil sie halt die Inhaltsstoffe Bezeichnungen so ein bisschen durcheinander bringen. Also da frage ich mich wirklich, was da genau passiert ist. Das ist sehr, sehr eigenartig. Aber abseits dieses Marketings ist das, was Balea hier tut, keine Verbrauchertäuschung im rechtlichen Sinne. Denn es steht ja nur Acelain drauf. Es wird nicht direkt mit Acelainsäure geworben, sondern ihr habt einfach nur einen Teil dieses Begriffs. Klar kann man jetzt darüber diskutieren, dass ja eine gewisse Assoziation beim Kunden oder der Kundin damit einhergeht, weil man vielleicht Acelainsäure des Öfteren mal irgendwo auf Social Media gehört hat. Aber es ist aus rechtlicher Sicht einfach nicht so, dass hier Verbrauchertäuschung betrieben wird. Und da muss man die Kirche auch wirklich mal im Dorf lassen, auch wenn man eben kein großer Fan von diesem Marketing ist.
als Beispiel fällt mir da Retinol ein, weil wir auch immer wieder damit konfrontiert werden, deswegen erwähne ich das jetzt. Würde jetzt auf diesem Serum Retinol Booster stehen und dann im Produkt nur Retinylpalmitat enthalten sein, dann wäre das irreführend, weil Retinol ein ganz spezifischer Inhaltsstoff ist. Und wenn man einen ganz spezifischen Inhaltsstoff bewirbt, dann muss er in dem Produkt natürlich auch vertreten sein, ansonsten ist das irreführend. Würde jetzt zum Beispiel auf einem Produkt mit Retinylpalmitat draufstehen, Retinoid Booster, dann wäre das korrekt, denn zu den Retinoiden gehört halt nicht nur Retinol, sondern auch Retinylpalmitat. Das schließt sozusagen eine komplette Stoffgruppe mit ein und ist dementsprechend auch nicht irreführend. Ich trage das Serum jetzt mal auf, also hier steht zwar Booster drauf, aber es ist halt einfach eine serumähnliche Textur. Und für mich persönlich hat das Produkt jetzt keinen wirklichen Mehrwert, weil ich selbst ein Hautpflegeprodukt mit 15% Acelainsäure verwende. Und Acelainsäure ist selbstverständlich deutlich besser erforscht als das Derivat, das in diesem Balea Beauty Expert Acelain Booster verwendet wird. Und dementsprechend setze ich halt auch auf das Produkt mit 15% Acelainsäure, weil ich da wirklich tolle Ergebnisse sehen kann, vor allem was halt Pickelmale angeht. Und die kriegt man nur sehr, sehr schwer los. Also es ist wirklich nicht so einfach, Pickelmale verblassen zu lassen. Und dementsprechend benutze ich auch das Produkt mit 15% Acelainsäure. Aber falls ihr einfach mal was ausprobieren möchtet und schauen möchtet, ob dieses Produkt einen positiven Effekt auf eure Haut hat, dann holt euch das. Das kostet nicht mal 6 Euro und im schlimmsten Fall führt ihr eurer Haut ein bisschen Feuchtigkeit zu. Und daran ist auch nichts verkehrt. Und Balea hat auch auf dem eigenen Instagram-Account angegeben, dass das Produkt 5% Niacinamid enthält. Und das ist wirklich eine super Konzentration für ein Drogerieprodukt, weil wir in den letzten Jahren wahnsinnig viele Produkte mit 10% Niacinamid gesehen haben. Und das ist nun mal nicht für alle gut geeignet. Vor allem Menschen, die eine super empfindliche Haut haben, wie ich beispielsweise, die werden ein Produkt mit 10% Niacinamid wahrscheinlich nicht so gut vertragen. Also ich kenne das auch von mir. Ich muss diese 10% Niacinamid-Produkte dann meistens verdünnen oder mit irgendwas mischen, weil ich ansonsten Probleme mit meiner Haut bekomme. Und in der Konzentration, in der hier das Niacinamid enthalten ist, also die 5%, da kann das auch wunderbar hilfreich bei Pigmentflecken sein. Ihr müsst das natürlich ausprobieren und schauen, wie das Produkt für euch selbst funktioniert, aber an sich ist in der Formulierung überhaupt nichts verkehrt. Nur wie gesagt, ich persönlich bin kein großer Fan von diesem Marketing und den 30.000 Sternchen da drauf. Und ich finde tatsächlich auch, dass das Serum ein bisschen klebrig ist. Also ich versuche euch das mal zu demonstrieren. Seht ihr das? Es bleibt so ein bisschen an meinen Händen haften. Aber wenn euch das nicht stört, dann könnt ihr euch das definitiv mal anschauen. Natürlich habe ich auch eine Sonnencreme ausprobiert. Und zwar ist das die Daily Soft Touch Sunscreen von Purito. Die habe ich von Little Wonderland als PR-Sample zugeschickt bekommen. Freue ich mich riesig drüber. Verlinke ich euch unten in der Infobox. Und die teste ich mittlerweile seit einigen Wochen, eigentlich seit meinem Urlaub. Und muss wirklich sagen, dass ich nach wie vor ein riesengroßer Fan von koreanischen Sonnencremes bin. Allgemein Sonnencremes aus dem asiatischen Raum. Und ihr fragt mich auch immer wieder, Shenya, welche Sonnencreme kannst du empfehlen, die vom Tragekomfort angenehm ist oder die sich ohne Probleme unter Make-up verwenden lässt? Es sind auf jeden Fall die koreanischen Sonnencremes. Also da hatte ich bisher wirklich kein einziges Produkt, das super schlecht war. Also die haben alle gut performt, die ließen sich alle in der benötigten Menge ohne Probleme auftragen und man konnte sie auch wunderbar unter Make-up verwenden. Allerdings muss ich sagen, dass diese Sonnencreme von Purito jetzt nicht so leicht ist, wie sie beworben wird. Sie hat jetzt auch nicht unbedingt ein mattes Finish, was ja auch Teil des Marketings ist.
Aber nichtsdestotrotz ist sie wahnsinnig angenehm vom Auftrag. Sie liegt nicht komisch auf, sieht gut unter Make-up aus. Aber was ich bei der halt so feststellen musste, ist die Tatsache, dass sie so ein bisschen schleimig wird. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung. Nachdem sie angetrocknet ist, fühlt sie sich so dezent slimy auf der Haut an. Aber es ist jetzt nichts, was ich super unangenehm finde. Allerdings weiß ich halt nicht, ob das meine absolute Lieblingssonnencreme wird. Was die Formulierung angeht, gibt es bei der Sonnencreme auch überhaupt nichts zu meckern. Die ist wahnsinnig modern und kommt auch ohne deklarationspflichtige Duftstoffe und anderweitige Parfümierung aus. Und dementsprechend habe ich sie auch in der Testphase wunderbar vertragen und habe jetzt auch nicht feststellen können, dass sie irgendwie in den Augen brennt. Und zu guter Letzt habe ich hier noch einen kleinen Drogerieschatz für euch, falls ihr auf Körperlotion stehen solltet. Und zwar hat Alverde eine Körperlotion rausgebracht, die sich Pure Comfort nennt und die komplett ohne deklarationspflichtige Duftstoffe und anderweitige Parfümierung auskommt und die keine hohen Mengen an Ethanol enthält, also ist überhaupt kein Alkohol enthalten. Und dementsprechend hat mich das so dermaßen überrascht, dass ich diese Bodylotion mitnehmen musste. Und ich muss auch echt sagen, dass ich sie dafür, dass es sich hierbei um Naturkosmetik handelt, wahnsinnig angenehm finde. Also die macht jetzt keine komischen Schlieren auf der Haut oder lässt sich ewig und 3 Tage nicht einarbeiten, sondern ist einfach wahnsinnig angenehm. Also die ist im ersten Moment cremig und sobald man eben anfängt, die einzuarbeiten, wird die super leicht auf der Haut, lässt sich easy verteilen und nach dem Antrocknen ist sie weder zu fettig noch zu leicht und dementsprechend ein perfektes Zwischending. Und ihr kriegt halt auch noch barrierestärkendes Ceramid NP und beruhigendes Bisabolol, was ich einfach für Drogerieverhältnisse, vor allem im Naturkosmetikbereich, richtig großartig finde. Das war's schon mit meinem kleinen Skincare-Roundup. Ich hoffe sehr, dass das Video euch irgendwie weitergeholfen hat. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr eins der Produkte bereits getestet habt und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.